Huhu, Leute, willkommen zurück zu Goldenzahn, die vergessene Epoche. Das letzte Ende war ja etwas komisch, weil der Thorsten einfach hereinkam. Ja, aber egal. So, jetzt mache ich mich auf den Weg nach Gondovan, also zu diesem Kontinent, wo wir dann auch die Kibombo suchen werden. Aber als erstes müssen wir erstmal hinkommen, denn es gibt auch wieder solche Klippen. Und die heißen dann Klippen von Gondovan. Wer hätte das gedacht? Und, ja, was gibt's dazu zu sagen? Die sind nicht ganz so, klein wie die Klippen von Osenia. Also ihr werdet auch schon bald sehen, was ich damit meine, denn wir sind gleich da. So, und da sind sie, die Klippen. Klippen von Gondovan. So, als erstes müssen wir dem Hund hier helfen, denn der schnüffelt da und weiß, dass man da graben kann. So. Zack, alles klar. Nummer 1 wäre geschafft. So, ich guck gerade mal. Genau, da muss man hier lang. Und dann hier. Und ich glaube, das Ding in der Mitte war's. Und ja, ihr habt gerade gesehen, richtig gesehen, da war ein Mars-Gin. Und den hole ich mir auch bald, Leute. Keine Sorge, den hole ich mir auch in dem Let's Play. Oder was heißt in dem Let's Play, in diesem Part? Also ich habe vor, den zu holen. Wenn ich es nicht schaffe, dann ist scheiße. Aber ich probiere es halt. So, hier muss ich lang. Yeah! So, und jetzt wird es eigentlich ganz leicht. Jetzt muss ich nur hier runter und über diese ganzen Steine hüpfen. Na, schon mal falsch. Hier muss ich nämlich lang. Ja, alles klar, so gleich bin ich drüben. Das Coolste ist, wenn man sowas hier machen muss, solche Sprungsequenzen, sag ich mal, dann kommen keine Feinde. Und das ist schon recht praktisch. So. Die Monster hier werden natürlich auch gleich sterben. Blitz und Kanone. Bam. Sehr effektiv und Echo. Yeah. Mensch, Mensch, Mensch. Los. So, so, zack. So, nun. Okay. Falsch. Aber nee, ich gebe nicht auf, Leute. Ich will ja diesen Gin haben. Und der ist hier fast um die Ecke. Und deswegen will ich den jetzt haben. Und ich werde auch alles dafür tun, um ihn zu bekommen. Yeah. Kanone. Bam. Und Echo! Bam, bam! Ach ja, so geht das schön. So, ich müsste aber auch gleich ankommen bei dem Gin. Der kann ja nicht mehr weit sein. Sag ich hier. Schlafbombe. Hooray! Hooray! Hm. Ich absolut keinen Bock habe, hier die ganze Zeit zu kämpfen. Ich will jetzt. Nein, jetzt habe ich auch noch falsche Monster angegriffen. Nein! Naja, obwohl. So, zack, zack, zack. Hä, wo war denn jetzt nochmal der Gin? Oder wie kam ich denn? War das echt hier? Und dann... Muss ja hier gewesen sein. Oh, wie er einfach nur ausweicht, dieser Depp. Bam! So, jetzt mal ganz schnell zack und zack und zack. Nun kann ich hier hoch und... Ja, hier hinten wird irgendwo der Gin sein. Definitiv. Ja, genau hier, ne? Hier unten gleich irgendwo. Bam! Und zack. Genau, da ist er auch schon. So, östliches Hafra, das speichern wir mal. Mann, das letzte Mal habe ich echt... Also, es ist echt lange her, seitdem ich das letzte Mal richtig gespeichert habe. So, Kampf gegen Mars-Gin. Echo und Kanone und Blitz. Ja, sehr gut. Er ist paralysiert. Das ist wirklich perfekt. So, und dann machen wir Ragnarök, Dunst und Sturmblitz. Dunst. Und Ragnarök. Bam. Ja, er ist tot. So, ein weiterer Verbündeter für Jenna.
Spahn, ich glaube, der ist sogar gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Mal schauen. Jaina bekommt ganz gute Werte. Und ja, Attacke wird erhöht. Sehr schön. Ein praktischer Djinn auf jeden Fall. Kann ich eventuell auch mal gebrauchen. Also es gibt ja Djinns, die sind so sinnlos, dass man sie wirklich nicht gebrauchen kann. Aber nee, Spahn ist da schon etwas anders, glaube ich. So, jetzt muss ich nur noch gucken. Genau, hier bin ich gleich fertig. Und dann hole ich mir auch direkt den Djinn, der auf Gondowan ist. Und der ist auch ganz, ganz leicht zu finden eigentlich. Der ist auch in so einem kleinen Wäldchen. Ja, da werde ich ja gleich hinkommen. So. Dann muss man hier runter. Und ganz unten ist irgendwo noch eine Brücke, glaube ich. Ein Wildwelpe für die Werwolf-Abklatsche links da. Aber der ist auch ganz schnell. Und Felix ist Level 15. Sehr schön. Dann dauert es auch nicht mehr lange, bis Jaina Level ab... Okay, ich bin falsch gelaufen. Scheiße. Ja, dann erreichen auch bald Jaina und Cosma ihr Level. Hoffe ich. Cammy! Bam! Und Angriff und Tod. Ja, hier irgendwo kann ich die... Ja, da ist es doch schon gewesen. Ach du Kacke, was hier los? Zack. Zack. Und... Zack. Blitz! Echo! Und Kanone! Mensch, es fehlt ja ordentlich was aus hier. Ja, machen wir gleich mal Odem. Mensch, wann erreicht Jaina denn ihr Level? Ist ja schrecklich hier. So. Egal, gleich müsste ich irgendwann mal nach links kommen können irgendwo. Ach du Scheiße. Nee, da mache ich jetzt mal... Ach, Epizentrum hat er ja gelernt. Machen wir mal so und dann machen wir so und dann machen wir so. Ja, okay, und jetzt sind alle tot. Sehr schön. Und Jaina ist Level 15. Aber Cosma soll auch endlich Level 15 werden. Bam. Cosma, wann erreichst du endlich Level 15? Dam 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 dam. Nee, falsch. So, Kanone, zack und Blitz. So, alles klar. Und oh, Cosma, erreiche ein Level. Du willst doch auch stärker werden, oder nicht? Jetzt machen wir ein bisschen Speed hier. Und hier in den Wäldchen hier unten irgendwo, da ist ein Wäldchen, da kommt der nächste Djinn. Werden wir auch gleich sehen. Ich glaube, das war... War das direkt das hier? Nee. Ja, aber der müsste bald kommen, Leute. Hier irgendwo, ich glaube, dann war es hier. Ja, da ist er. Und ein weiterer Merkur-Djinn. Ja, den hole ich mir jetzt. Und... Boah, ich habe so viele Merkur-Djinns, ey. Das geht ja gar nicht. Taucher. Bam. Und 114 Schaden hat Jaina gemacht. Ey, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. So, Ragnarök, Dunst und Sturmblitz. Cosma ist tot. Cosma ist tot. Na toll. Jetzt hat sie keine Erfahrungspunkte bekommen. So ein scheiß Djinn. Ja, der Djinn frische folgt Felix. Starker Hieb, Senkverteidigung. Bis jetzt habe ich nur Angriffsmerkur-Djinns. Muss ich mal auf den nächsten Kampf warten. Machen wir erstmal. Zack. Zack. So. Dann machen wir ganz schnell Funke. Oh, hat nicht geklappt, ey. So eine Scheiße. Na, noch ein Versuch. Zack und... Funke! Ja, es hat geklappt. Stirb, Potsblitz! Und ja, Cosma ist auch endlich Level 15. Sehr schön. Halt, falsch. Was mache ich denn da? So. Jetzt machen wir mal ein bisschen hin hier, denn wir haben schon ordentlich Zeit verballert hier mit dem Djinn holen. Echo und Kanone und Blitz. Bam! Und zack! Ach ja, das funktioniert so schön.
Und ja, Leute, da ist ein Dorf, aber das ist noch nicht das Dorf der Kibombo, das kommt erst noch. Aber hier sind wir erstmal ein bisschen geschützt und ja, coole Mucke hier. So, wir werden erstmal ausruhen. So, alles klar, nun sind wir alle voll. Und es kann direkt weitergehen. So, da haben wir ein nettes Item. Deswegen, zack. Und rüber da. Ja, Leute, die Dornkrone, die geben wir direkt Felix. Nachdem ich hier mal ein bisschen so aufgeräumt habe. So. Ja, ihr habt schon gesehen, die Dornkrone erhöht sogar Attacke. Das ist total geil. Und sie macht viel Defensive. Das ist super geil und deswegen perfekt für Felix momentan. Ja, was gibt's noch? Hier muss ich noch hin. Denn hier gibt's auch was. So, erstmal Wirbelwind. Yeah. So, und hier ist was versteckt, Leute. Unglaublich, aber wahr. Ich glaube, das war so ein Ring oder so. Ja, der Einhornring. Damit kann man Gift heilen im Kampf. Ich gib's einfach Cosma. Die ist eh die schnellste. Was hier noch eventuell irgendwas? Nö, und... Ha, haha. 18 Münzen, oh mein Gott. So, und hier ist noch eine Händlerin. Aber hier ist doch gleich Waffenhändler. Da guck ich doch lieber nach. Synergiestab, aha. Na, wir verkaufen mal erstmal nur. So. Alles klar, alles klar. So, dann nochmal einen Töler hier machen. Aha, aha. Mann, mach mal Platz, du Frau, du. Ein Elixier. Na, hooray. Mensch. Immer diese Frauen, ne? So, Elixier, zack. Und ja, dann bin ich hier eigentlich soweit fertig und kann abhauen. Und nun gehen wir zum richtigen, richtigen Schauplatz, der sich, an dem sich alles abspielen wird. Da, wo wir hin müssen. So, gleich müssten wir da sein bei dem Berg. Genau, da sind die Berge von Kibombo. Und durch die müssen wir gehen. Und hier wird auch, also hier ist auch am Ende vom Berg ist auch ein Djinn versteckt. Aber da komme ich leider noch nicht ran. Ist alles klar? Das Gebiet ist gesichert. Kein Zeichen von diesem merkwürdigen Kerl. Und dort. Wir konnten den Fremden nicht in der Nähe des Dorfes sichten. Glaubst du wirklich, dass er sich nach Kibombo aufgemacht hat? Die Wachen hier wurden vor kurzem bewusstlos geschlagen. Korrekt, wir hatten Befehl, den Bergpfad nicht aus den Augen zu lassen. Niemand darf nach Kibombo, solange Akafubu noch seine Zeremonie abhält. Yo. So. Wir werden trotzdem hin, denn wir wollen ja Aaron helfen. Ups. Mann, was machst du denn da, Felix? So, zack. Und schieben und Verschieber. Wir dürfen hier nicht entdeckt werden von den Leuten, deswegen ist das auch wieder so eine doofe Sache hier. Und hier kommen auch Affen. Na hurra. Kanone. Und Echo. Und Angriff. Bam. Die geben dafür, dass es zwei Affen waren, geben die voll wenig XP irgendwie. Naja, kann man nicht machen. So. Da ist wieder so ein Ola Depp. Ja. So, das Item will ich haben. Da ist was Tolles drin, ne? Die Scheibenaxt und sie macht auch richtig viel Damage. Zack. So, Sturmzeichen. Kann leider niemand anders tragen, das ist schade. Naja, muss ich mitleben. So. Dass es dir nicht auffällt, wenn sich da so eine Kiste direkt vor ihren Augen bewegt, aber... Naja, okay. So. Kann ich auch gleich hier unten nochmal schnell... Eine Elfe besiegen. Die irgendwie ausweicht und voll schwach ist. Egal, so. Jetzt hier einmal zack und dann habe ich schon mal eine Abkürzung geschaffen. Und hier
muss ich aufpassen. Weil, die Kiste hier ist, die will ich auch noch haben. Und dafür muss ich den Hund, zweimal dingsen. So. Zack, voll erwischt, Alter. Ich bin so eine miese Sau. Aua. Kermhieb. Angriff und Tod. Dafür, dass es Elfen sind, geben die ganz schön XP. So, jetzt habe ich ein Kraftbrot. Das müsste Verteidigung noch. Ne, KP-Maximum. Ja, Felix darf das bekommen. Dann muss ich hier hin. Und da rennt ja auch schon der doofe Hund. So, dann muss ich das nur so packen. So. Jetzt kann ich nämlich runter das Ding holen. Ein Tränenstein. Den kann ich später auch noch gut gebrauchen. Jetzt muss ich aber nochmal weg hier. Um dann zu resetten. Also praktisch das Gebiet hier zu resetten. Dass ich den Hund nochmal den Weg versperren kann. Nur auf der anderen Seite. Dass ich praktisch weiterkomme. So, lauf mal schneller. Und zack. Bam. Voll erwischt. So, jetzt muss ich nur den Hund irgendwie kriegen. Und zack. Ha! Ich habe ihm das sogar auf den Kopf gehauen. Mann, bin ich fies. So, und hier will ich rein. Ja, Leute, genau hier. Wirbelwind. Alter, wie viele Gegner wollen noch kommen? Ich mach mal zum Spaß Neptunoid. Zack, zack. Das ist die Level 3-Beschwörung von Merkurjins. Auch total cool, oder? Bam. Also ich finde das total cool irgendwie. Naja, egal. So. Oh, schnell raus hier. Oh nö, die Viecher hier, die Attentäter, die sind böse. Ha. Und Felix hat was Doofes. Und Jenna hat auch was Doofes. Naja, okay. Bam, bam, bam. Und Brie. Und, oder wie es heißt. Und Feuerschlag. So, dann werde ich mal schnell Guss und Frische ausmachen und Brodem ausmachen. So. Die müsste ich eigentlich so tot kriegen, oder? Nein. Na egal. So, bam, tot. Und Felix ist Level 16 sogar. Mann, das geht schnell. So, Leute, und hier irgendwo ist, also wenn man hier weitergeht, kommt noch ein Djinn. Aber da komme ich halt ohne Aarons Hilfe nicht ran. Und deswegen werde ich da auf dem Rückweg dann lang gehen und dann den Djinn holen. So, erstmal scheiße. Ah, da war gerade hier der Angriff von der Scheimachs. Total geil. Und macht der Stärke. Bam. Das ist doch cool, ne? So. Die Berge von Kibombo sind nun überquert. Und ja, ich würde sagen, es ist auch schon wieder Zeit. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wo wir dann Kibombo betreten. Also, ciao, ciao, Leute.